Moin und willkommen bei EMPTV. Heute geht es unter anderem um diesen kleinen Typen hier. Und nein, es ist nicht Ash Ketchum. Ab dafür. So Leute, natürlich geht es nicht um Pokémon, es geht um Stranger Things. Und zwar die zweite Staffel kommt jetzt Ende Oktober endlich nach Deutschland, yippee. Für alle, die Stranger Things noch nicht kennen, es ist tatsächlich der Hammer. Die Serie spielt in den 80er Jahren in einer amerikanischen Kleinstadt. Dieser kleine Mann namens Will verschwindet plötzlich. Drei seiner besten Freunde, Mike, Lucas und Dustin, begeben sich auf die Suche und finden im Wald ein verstörtes Mädchen mit einer komischen Tätowierung mit einer 011 und geben diesem Mädchen den Spitznamen Elf. Sehr kreativ. Und zusammen begeben sie sich auf ein echt stranges Abenteuer. Ich muss generell sagen, das ist eine wahnsinns schauspielerische Leistung des ganzen Castes, weil die Schauspieler sind doch echt relativ jung, aber die liefern ja so eine Show ab. Schaut euch die Serie am besten selber an, denn sie ist echt knackig. An Halloween, da hat Will eine Art Schatten am Himmel gesehen. Vielleicht passiert all das aus einem Grund. Weil es keine Albträume sind? Was soll es passieren? Und alles führt hierher zurück. Passend dazu habe ich natürlich euch ein paar Funkos mitgebracht. Die schauen wir uns jetzt mal an. Der gute Dustin steht ja schon hier auf dem Tisch. Ich muss sagen, es gibt schon ein paar gewisse Parallelen zu Pokémon. Wenn man die Serie aber kennt, erkennt man ihn sofort an seinem Shirt, seinen Klamotten, seinem Rucksack und vor allem seinem kleinen Kompass in der Hand. Des Weiteren habe ich den Mike und die Elf für euch. Wie man das schon aus dem Funko-Pop-Universum kennt, sind die Funkos natürlich immer sehr süß gehalten und vor allem natürlich immer die kleinen Details, das lieben wir alle. Die Elf hat zum Beispiel noch ihre Lieblingskekse dabei und wer sich fragt, warum sie aus der Nase blutet, muss schon die Serie gucken. Und zu guter Letzt noch der Demogorgon. Aha, was soll das sein? Das ist keine Mario-Blume. Nein, das ist ein sehr, sehr böses Wesen aus dieser Serie. Und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr natürlich nur, wenn ihr die Serie guckt. Aber ich muss sagen, was mir sofort aufgefallen ist, ein sehr Funko-untypisches Merkmal, es ist tatsächlich gruselig. Es ist absolut nicht süß. Ich weiß nicht, wo das süß sein soll. Es ist ein gruseliger Funko und von denen gibt es tatsächlich nicht so viele. Also auf jeden Fall ein Sammelkriterium für den echten Funko-Sammler. So Leute, das war's von mir, aber das war noch nicht alles. Und zwar verlosen wir dieses kleine Kerlchen jetzt. Dafür müsst ihr mir eigentlich eine folgende Frage beantworten. Und zwar, wer unsere Videos gut verfolgt hat, wofür steht die Abkürzung EMP? Schreibt es mir in die Kommentare. Der erste richtige Kommentar gewinnt das Ding. Ansonsten findet ihr weitere Merchandise zu der Serie Stranger Things auf emp.de. Gebt uns ein Like, abonniert den Kanal, weitere Videos dort in der Ecke. Ich bin over and out, euer Paddy. Ciao.